Hallo und herzlich willkommen zu Episode 6 von Everything Fiber. Schön, dass du mit dabei bist. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Christina und in meinem 14-tägigen Strick-Podcast dreht sich alles rund um Fasern. Ich färbe, ich webe, ich spinne, ich stricke und ich habe auch ein Häkelprojekt begonnen, das mich das ganze Jahr über begleiten wird, aber dazu später mehr in dieser Episode. Ich habe, meinen Nurtured Sweater fertig. Zeige ich euch mal kurz. Also er ist ein bisschen cropped, also ungefähr hüftlang. Ich habe ihn in den Feiertagen fertiggestellt. Für alle, die meine anderen Folgen schon angeschaut haben, wissen, dass das ein ewiges Projekt von mir ist. Das ist jetzt inzwischen der dritte, den ich fertiggestellt habe. Der erste ist mir leider ein bisschen zu groß gewesen, oder ein bisschen ist gut gesagt, viel zu groß. Den zweiten habe ich dann variiert. Theo besucht mich hier wieder. Den zweiten habe ich variiert und eben ein bisschen kleiner gestrickt. Er ist mir dann hier oben bei den Schultern ein bisschen zu eng gewesen, sonst hätte er eigentlich ganz gut gepasst. Und den dritten hier habe ich jetzt wieder ein bisschen modifiziert, wobei irgendetwas ist da wieder passiert bei den Maschen. Denn wir sind hier bei den Ärmeln, also man nimmt diese man strickt den von unten nach oben und nimmt dann hier in Raglan-Style ab. Und zum Schluss sollten eigentlich hier bei den Ärmeln nur ungefähr, ich glaube, 9 oder 10 Maschen übrig bleiben. Und ich hatte fast das Doppelte übrig, obwohl ich mit der Abnahme schon fertig war. Also keine Ahnung, was da passiert ist, wo ich mich da verzählt habe. Ich finde, er ist ganz okay geworden. Er passt mir auch ganz gut. Er könnte eine Spur weiter sein. Die Ärmel sind auch gut, auch vielleicht ein bisschen weiter. Und deswegen, tada, habe ich meinen vierten Nurtured Sweater von Andrea Mary auf den Nadeln. Die Wolle ist jedes Mal die Drops Lima. Das ist jetzt die Farbe Blush Mix 9022. Das ist, wo habe ich das stehen? Genau, 65% Wolle und 35% Alpaka. Lässt sich sehr gut verstricken, also ist nicht ganz so super weich, als wäre es 100% Alpaka, natürlich. Aber ich habe die Wolle total gerne. Und hier habe ich meinen vierten Nurtured Sweater angefangen, das ist jetzt der erste Ärmel, den habe ich schon fast fertig. Ich glaube, ich muss noch einmal Zunahme machen, dann noch ein Stückchen weiter stricken und dann habe ich diesen fertig. Ich mache mir zu all meinen Strickprojekten Notizen in meinem Buch. Und zwar habe ich hier zum Beispiel Nurtured 2, Nurtured 3. Ich kann euch kurz die Unterschiede sagen, die ich jetzt mache. Und zwar habe ich die Nadelstärke, verwende ich die gleiche. Ich verwende für das Bündchen 3,5 mm Nadeln und für den Körper dann oder für den Rest dann 4 mm Nadeln. Damit komme ich ganz gut klar. Es ist auch, glaube ich, die vorgeschlagene Nadelstärke für diese Wolle. Und den Unterschied zwischen diesem Pullover und dem, den ich jetzt auf den Nadeln habe, wird sein, dass ich bei den Ärmeln ein bisschen mehr Maschen angeschlagen habe. Bei diesem Pullover waren es 40 Maschen und beim neuen Pullover werden es 48 Maschen sein, also es sind dann 8 Maschen mehr, dass das ein bisschen weiter ist. Wenn ich nichts drunter anhabe, ist dieses hier okay, also er ist ziemlich eng, aber vielleicht möchte ich auch mal ein T-Shirt oder eine Bluse drunter tragen und dann ist dieser ein bisschen zu eng. Und beim Körper habe ich bei diesem hier 180 Maschen angeschlagen und bei dem neuen Sweater werden es 196 Maschen sein. Also es wird doch ein bisschen weiter werden und ich werde noch ein bisschen länger stricken und zwar um das Bündchen länger. Also ungefähr, ich habe mir das ausgerechnet, das sind ungefähr 4 Musterfolgen. Also ein Muster besteht aus 4 Reihen, also ich werde 16 Reihen länger stricken, also 4 Muster länger und dann das Bündchen anschlagen. Und beim Bündchen habe ich auch einen Unterschied gemacht. Und zwar hat mir, ich habe es mir aufgeschrieben, die liebe
Kerstin Grobel, ich hoffe, ich habe mir das jetzt richtig aufgeschrieben, den Tipp gegeben. Und zwar hatte ich bei dieser Haube gesagt, dass mich das stört, wenn diese Kante hier so streng ist oder abgehackt ist. Ich kann es nicht erklären, sie gefällt mir einfach nicht. Und da hat sie gemeint, ich soll doch einmal den italienischen Anschlag probieren. Und das habe ich jetzt bei diesem Sweater tatsächlich beim Ärmel schon probiert. Und wenn ihr das seht, das sieht aus, als wäre da so ein Umschlag drinnen. Im Gegensatz, ich weiß nicht, ob man da jetzt den Unterschied sieht. Zu diesem hier, das ist jetzt eine gerade Kante und hier ist es doch ein bisschen weicher. So, jedes Mal dasselbe. Die Katze stört. Möchte auch ins Video oder nicht? So, und jetzt sagst du Tschüss, hopp, und Tschüss. Das ist der Theodor. Er stört jedes Mal. Er liegt den ganzen Tag da drüben irgendwo herum und sobald ich mich hersetze, um das Video aufzunehmen, dann wird er kuschelig und schmuselig und will unbedingt mit dabei sein. Also hier der italienische Anschlag und ich finde, der schaut ganz toll aus. Also es ergibt eine schöne weiche Kante und ich werde das nächste Mal auch bei meinen Mützen probieren, wenn ich jetzt einen Umschlag mache. Da gibt es auf YouTube ganz viele Anleitungen, also das gibt es für 1x1 Bündchen und in diesem Fall hier 2x2 Bündchen. Da habe ich eine Anleitung gefunden, wo erklärt wird, wie man da beginnt. Also es ist eine Spur aufwendiger als einfach Maschen anschlagen und losstricken. Man macht den Anschlag und hat bei diesem Anschlag immer eine glatte, eine verkehrte Masche auf der Nadel. Dann werden zwei sogenannte Setup-Reihen gestrickt und dann erst wird in die Runde, also beginnt man das zu verbinden in der Runde und strickt dann das Muster weiter. Wenn man das einmal angeschaut hat, dann ist es ganz, ganz einfach. Ich verlinke euch unten auch das Video dazu für diesen Anschlag. Also hier mein Nurtured Sweater Nummer 4. Ich habe dann noch zwei Farben liegen, in denen ich ihn gerne stricken will, weil mir das Muster einfach super gut gefällt und ich finde, er schaut ganz toll aus. Ja, mein Evergreen-Projekt, das in keiner Folge fehlen darf, für alle, die jetzt schon seit Folge 1 dabei sind. Mein zweites Projekt, das ich begonnen habe, ist der, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, manche sagen Musselburgh, ich würde eher tendieren zu Muselburgh von Isolda, das ist eine Haube. Und zwar, also ich bin noch nicht weit, ich bin jetzt mit der, ich mache das mal, ich habe hier so einen Stopper, damit die, na komm, damit meine Maschen nicht aufgehen, weil ich stricke auf relativ kleinen Rundstricknadeln und damit mir da die Maschen nicht herunterrutschen, habe ich diesen kleinen Stopper. Also ich habe jetzt mit der Zunahme, die Zunahme ist fertig von diesem Hut. Und er wird dann einfach, also das eigentliche Muster ist einfach glatt weitergestrickt. Er ist eine Haube, die doppelt gemoppelt ist. Die Wolle ist ein Reststück von meinem Webprojekt, das ich beim Kurs damals gemacht habe. Und zwar ist das die Langyarn Alpaka Socks vierfädig. Ist 70% Alpaka, 30% Polyamid. Laufmeter 390 Meter auf 100 Gramm. Und das hier ist die Farbe 1062-0029. Also kein Namen, kein Farbnamen, sondern Farbnummer in diesem Fall. Ich habe hier schon einen fertigen, damit ich euch zeigen kann, wie der gestrickt wird. Und zwar wird der so gestrickt. Also man beginnt einmal mit der Zunahme, strickt dann in einer Wurst die ganze Haube und nimmt dann unten ab. Und dann wird sie in der Mitte geteilt und ein Ende in das andere hinein geschoben. Das ist jetzt natürlich nicht so leicht. So. Und dann kann man noch einen Umschlag machen, je nachdem, wie lange man die Haube strickt. Und so sieht sie dann fertig aus. Ich habe jetzt nicht gemerkt, wie diese Wolle heißt. Die gibt es leider auch nicht mehr. Die habe ich bei Etsy gekauft. Ich weiß noch, dass die Färbung Crime Scene geheißen hat.
Und ich habe nachgefragt, ob sie diese nachfärben könnte. Und leider hat diese Verkäuferin gesagt, sie macht sich keine Notizen zu ihren Färbungen. Und somit wird es schwierig, das wieder nachzufärben. Das ist ein Grund, warum ich mir bei meinen Färbereien immer genaue Notizen mache, weil wenn mir ein Ergebnis ganz gut gefällt, dann hätte ich gerne, dass ich das noch einmal reproduzieren kann. Ich werde diese Haube aber nicht so stricken, wie sie hier ist, also einfach in Glattrunde, sondern ich möchte sie im Rippenmuster stricken, im 1x1 Rippenmuster, also 1 glatt, 1 verkehrt in der Runde. Ich habe jetzt hier nur glatt angefangen, ganz einfach aus dem Grund, weil ich nicht weiß, wie man schön zunimmt im Rippenmuster. Glatt ist natürlich in der Anleitung beschrieben, das funktioniert ganz gut. Ich weiß aber sehr wohl, eben zum Beispiel von dieser Haube aus, von wie man dann abnimmt, damit das Rippenmuster erhalten bleibt. Und somit werde ich jetzt dann irgendwann ins Rippenmuster wechseln. Das wird dann quasi der Innenteil sein, das sieht man dann sowieso nicht. Und das dann im Rippenmuster weiter stricken. Und dazu möchte ich sagen, ich hatte unter meinem letzten, ich glaube, es war das letzte Video, einen Kommentar, wo jemand geschrieben hat, dass es nicht verständlich ist, wenn man für so eine einfache Mütze zum Beispiel ein Strickmuster braucht, sondern dass man das nicht einfach so, sage ich jetzt, frei Schnauze stricken kann. Ich stricke noch nicht lange, ungefähr ein Jahr. Und ich würde sagen, je mehr man gestrickt hat, desto eher fällt es einem leichter, sich eigene Sachen auszudenken, beziehungsweise wenn man viele verschiedene Designs gestrickt hat, dann weiß man, wie was gemacht wird. Eben zum Beispiel bei dieser Haube wird im Rippenmuster abgenommen, damit das dann gleich bleibt und schön ausschaut. Das habe ich jetzt gemacht. Das heißt, ich weiß, wie das funktioniert. Und irgendwann vielleicht weiß ich dann auch, wie man im Rippenmuster schön zunimmt, damit das passt. Aber ich habe eben noch kein Modell gestrickt, wo das vorgekommen ist. Und somit fällt es mir im Moment noch schwer, eine Haube zum Beispiel frei Schnauze zu stricken, wo ich mir denke, so möchte ich, dass sie ausschaut. Natürlich könnte ich das, ich könnte mir dann im Internet Anleitungen dazu zusammensuchen, aber ich würde mich jetzt noch als Anfängerstrickerin bezeichnen und ja, ich stricke jetzt einfach ganz viele Anleitungen. Ich bin froh, dass Leute sich die Mühe machen und solche Anleitungen zur Verfügung stellen. Ich habe auch schon gesagt, dass ich gerne dann auch dafür zahle, weil immerhin, es macht sich jemand die Mühe, das aufzuschreiben. Natürlich gibt es auch Unterschiede bei den Anleitungen. Manche sind super detailliert. Da lese ich mir das durch und weiß sofort, was ich zu machen habe. Und bei anderen wieder denke ich mir, was ist jetzt gemeint? Wie? Und da muss ich dann wirklich Schritt für Schritt das durchgehen und vielleicht dann doch auch noch ein Video dazu suchen, um zu sehen, wie das gemacht ist, wie das gemeint ist. Aber ich muss sagen, die meisten Anleitungen, die ich mir bis jetzt gekauft habe, waren Anleitungen, die leicht verständlich waren. Richtige Strickanleitung-Designer, die haben auch einen Technik-Editor dahinter meistens. Das heißt, das ist jemand, der sich das Strickmuster dann auch durchliest und korrigiert, was kann man anders schreiben, besser verständlich, ist es so richtig, kann das so funktionieren? Oder zum Beispiel bei Pullovern. Man hat ja nicht nur eine Größe von einem Pullover bei einem Muster, sondern verschiedene Größen. Da muss man dann wieder schauen, wo muss ich wie viel zunehmen, wie viel Maschen muss ich mehr machen und so weiter. Also da steckt schon eine Menge Arbeit dahinter und von daher bin ich dankbar, dass mir diese Arbeit abgenommen wird und es ganz viele tolle Strickanleitungen draußen gibt und die zur Verfügung gestellt werden. Also dieser Hut wird jetzt modifiziert von mir, so wie ich es jetzt mir vorstelle. Ich hoffe, es funktioniert und werde ich euch dann noch einmal zeigen, wenn er dann vielleicht fertig ist. Es ist ein mühsames Strickprojekt, weil die Wolle so dünn ist, weil es eine Sockenwolle ist. Ich stricke es mit 2,5 mm Nadeln und da dauert das natürlich, bis da eine Länge zusammenkommt. Und der Hut ist ja doch, also diese Haube ist ja doch eine gewisse, braucht ja doch eine gewisse Länge, damit sie auch schön funktioniert. Das heißt, das wird euch wahrscheinlich noch länger begleiten, dieses Projekt, bis es dann wirklich fertig ist. Ja, wie ich schon angekündigt habe, habe ich
ein Häkelprojekt begonnen. Und zwar bin ich dabei, eine sogenannte Temperaturdecke zu häkeln. Ich zeige euch mal, wie weit ich inzwischen bin. Das Ganze sieht so aus. Sie wird mit Hexagonen gehäkelt, also jedes wird einzeln gehäkelt. Jetzt seht ihr zum Beispiel, das habe ich jetzt noch nicht verbunden, das habe ich nur dorthin gehängt, wo es dann schlussendlich Platz haben soll. Da wird jeden Tag die Temperatur notiert, und zwar die niedrigste Temperatur des Tages, die höchste Temperatur des Tages, und ich rechne mir dann aus die Mitteltemperatur des Tages und diese kleinen Hexagone. Moment, ich löse das eine hier runter, dann kann ich euch das zeigen besser. So. Besteht einfach nur aus drei Runden. In der Mitte die Farbe ist die niedrigste Temperatur, die zweite Runde ist dann die mittlere Temperatur und der äußere Ring ist dann die höchste Temperatur des Tages. Sieht dann so aus und wird dann eben am Ende zusammengehäkelt, damit es dann eine Decke ergibt. Ich habe 20 verschiedene Farben. Ich zeige sie euch. Und zwar ist das, voilà, so sehen meine Farben aus. Sie sehen, ja, das sind eben 20 Farben. Und jede Farbe repräsentiert ungefähr, ich glaube, 2 Grad. Ich gehe von minus, also alles, was unter minus 3 Grad ist, hat dieselbe Farbe. Und bei mir ist, glaube ich, alles, was über 35 Grad ist, die gleiche Farbe. Es ist natürlich abhängig davon, wo man wohnt. Bei uns hier hat es normalerweise nicht so viele Minusgrade, wobei die letzten Tage waren extrem. Wir hatten bis minus 11, 12 Grad in der Nacht und auch tagsüber Minustemperaturen. Deswegen gibt es zum Beispiel hier 2 dieser Hexagone, die nur eine Farbe haben, weil einfach die Minustemperaturen so hoch waren, dass ich gar nicht in eine Gussfarbe hineingekommen bin. Verwenden tue ich das Friends Cotton von Hobby. Das ist 100% Baumwolle, hat 50 Gramm und eine Laufmeter von 160 Metern auf die 50 Gramm. Das ist jetzt zum Beispiel das Garn, das ich benutze zum Zusammenhäkeln der Decke. Also man braucht 20 Farben für die Temperaturen, je ein Knäuel und dann 5 Knäuel von der Kontrastfarbe, die man eben dann zwischen den Hexagonen hat, die man da haben möchte. Und das Tolle, das habe ich bei solchen Garnen noch nie gesehen, ist, es gibt hier, das nennt sich Easy Start. Mal schauen, ob ich es in der richtigen Richtung ziehe. Easy Start, das ist so ein kleines Ding, das zieht man raus und dann kann man von der Mitte ziehen. Das finde ich ganz toll, denn normalerweise, wenn ich Wolle habe, dann habe ich jetzt mein Garn hin, das ich da gerade gehabt habe, das Lima. Normalerweise tut man sich bei solchen Garnen schwer, dass man von der Mitte arbeitet, was ich gerne mache, weil dann dieses Knäuel einfach nicht immer hin und her hupft, wenn es abgewickelt wird von außen. Ich wickle diese zum Beispiel um, diese Garne, bevor ich damit stricke, damit ich einfach schön aus der Mitte ziehen kann. Ich habe auch einen so einen Wollspieß, wo man die Wolle oben drauf steckt und das Garn sich von außen abwickeln lässt, aber das ist halt für unterwegs nicht so praktisch. Ich habe das lieber kompakt umgewickelt, so wie bei dieser Haube hier, dass ich das einfach umwickle und dann schön aus der Mitte heraus arbeiten kann, ohne dass es mir irgendwo hinläuft. So, ein bisschen was zum Design. Ich muss das wegnehmen und meinen Schummelzettel holen. Das Muster, also dieses Hexagon, nennt sich Primrose und ist von der Niederländerin Saskia. Mehr habe ich leider über sie nicht gefunden. Ich verlinke aber ihren Blog unten, damit ihr das euch anschauen könnt. Und gefunden habe ich diese Decke bei Paula von Yogini with Yarn, die auch hier einen ganz tollen
YouTube-Kanal habt, ich verlinke sie euch auch unten, dann könnt ihr dort vorbeischauen, beziehungsweise werden die meisten sie kennen, denke ich. Ich verwende eine Häkelnadel 2,5 mm. Eigentlich sollte das mit 3 mm bis 4,5 mm gehäkelt werden. Ich habe die ersten Hexagone, das zum Beispiel habe ich mit einem 3 mm gehäkelt. Und man sieht hier, das ist mit 5 mm. Es ist ein bisschen kompakter. Bei mir schauen leider diese Puff-Stitches, also der Puffstich in der Mitte, das ist diese zweite Reihe hier, nicht so puffig aus wie auf dem Bild. Ich zeige euch hier ein Bild, wie das eigentlich ausschaut. Ich habe keine Ahnung wieso, vielleicht kann mir da jemand helfen. Ich habe mir da Anleitungen dazu angeschaut im Internet, also ich mache ihn richtig, den Stich. Er schaut auch bei den 3,5 mm Häkelnadel nicht wirklich puffig aus. Aber vielleicht mache ich auch irgendwas falsch, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe mir Anleitungen angeschaut und ich wüsste jetzt nicht, wo da der Fehler liegt. Also es wird jeden Tag so eins gehäkelt und dann zusammengefügt. Ich werde die Decke ein bisschen ummodeln. Man sieht hier, eigentlich wird das, sieht man das hier besser? Schau jetzt gleich. Genau, eigentlich ist es oben dieser Rand. Man sieht hier, das sind zwei weiter oben. Und ich werde es so zusammenhäkeln, dass das hier eine, dass quasi die zwei hier fehlen, dass das eine schöne gerade Linie ist. Und ich werde dann am Ende auch noch halbe Hexagone häkeln, damit das wirklich ein schöner gerader Rand rundherum ist. Da muss ich mir noch was einfallen lassen, vielleicht extra noch die Lieblingsfarben der Familie nehmen. Also jeder darf sich dann drei Farben aussuchen aus diesen Farben und die füge ich dann dazu als halbe Hexagone und dann wird das Ganze noch einmal umhäkelt, dass das wirklich eine schöne rechteckige Decke ergibt. Ich verlinke euch auch unten, wo ich die Temperaturen hernehme. Und zwar ist das, ich glaube, Akkuwetter heißt das. Da sieht man immer die höchste und die niedrigste Temperatur für den Tag. Man kann sich auch vergangene Tage aussuchen, anschauen. Für alle, die jetzt das gerne starten möchten und dann noch einmal zurückschauen wollen, was waren denn die Temperaturen vom Jahresbeginn bis jetzt. Ich habe auch im Internet gesehen, es gibt welche, die machen das jetzt nicht für das aktuelle Jahr, sondern zum Beispiel für das Geburtsjahr von einem Kind oder Freund, Verwandten und stricken dann Decken mit den Temperaturen des Geburtsjahres der betreffenden Person. Finde ich auch eine ganz nette Idee. Und diese Hexagone, also wenn man da eins gehäkelt hat, ich sage mal, nach dem zweiten hat man das Muster raus, man muss dann nicht mehr nachschauen. Und das ist, glaube ich, braucht nicht einmal 10 Minuten. Also das ist jetzt etwas, was ich so nebenbei mal geschwind machen kann. Und ich finde das ganz toll, wenn jetzt nicht Zeit ist, irgendwie großartig ein Strickprojekt hervorzuholen und ich aber doch etwas machen möchte. Ich muss sagen, Häkeln ist nicht so meins. Ich kann nicht wirklich sagen, warum. Aber es gibt wahrscheinlich auch welche, die nur häkeln und sagen, stricken ist nicht so meins. Irgendwie, ich stricke lieber. Ich weiß nicht, vom Maschengefühl, von der Optik her, da gefällt mir Stricken einfach besser. Aber ich habe gedacht, diese Hexagondecke schaut ganz toll aus. Ich verlinke euch hier, wie die fertig aussehen wird. Natürlich sind die Farben anders, je nachdem, welche Farben man sich aussucht. Aber ich finde sie ganz toll bis jetzt. Die Farben ändern sich jetzt bald, denn bei uns wird es jetzt ein bisschen wärmer hoffentlich. Und ich freue mich schon da jeden Tag darauf, bis jetzt diese Decke weiter zu häkeln. So, das sind meine aktuellen Projekte. Wie gesagt, der Nurture Sweater von Andrea Murray, der Musselberg oder Muselberg Hat von Isolda und diese Häkeldecke, wobei die mich ja jetzt wirklich das ganze Jahr über begleiten wird. Das heißt, ich werde sie vielleicht nicht in jedem Video zeigen, aber wenn sich dann ein bisschen mehr getan hat, werde ich sie hin und wieder zeigen. Fertige Objekte habe ich nur eines dieses Mal und zwar ist das der Stockholm Hat von Petit Knit. Den habe ich euch letztes Mal gezeigt. Die Modifikation, die ich gemacht habe, ist, dass ich den Umschlag doppelt gemacht habe. Da habe ich euch eben gezeigt bei den ersten. Wo habe ich ihn jetzt hingelegt? Da, genau. Also das ist die gleiche
Haube, nur habe ich den Umschlag eben hier doppelt gemacht. Hier ist er einfach, weil mir diese Kante hier nicht so gut gefällt. Aber oben diese Zunahme und Abnahme, das finde ich ganz schön, ganz toll. Und er ist jetzt natürlich auch super warm, diese Haube, weil sie eben diesen doppelten Umschlag hat und somit bei den Ohren dreifach ist. Bei uns geht gerade ein ziemlicher Sturm draußen, der die Minustemperatur noch kälter macht. Und da ist so eine Haube gerade das Richtige dafür. Die Wolle war die Ito von Noro. Das war meine erste Noro-Wolle, die ich verstrickt habe. In der Farbe 54 Taksaki heißt diese. Und verwendet habe ich, also ich habe sie gestrickt mit 4 mm Nadeln. Das ist auch die Nadelstärke, die empfohlen wird. Schöne bunte Haube, die in grauen Wintertagen ein bisschen Farbe ins Leben bringt. Das war mein fertiges Projekt. Womit geht's weiter? Weben. Ich habe mir ein Webprojekt ausgesucht, und zwar einen Schal, und habe mir Wolle bestellt. Die habe ich jetzt gar nicht da. Moment, ich hole sie schnell. Und zwar ist das so eine Kone, da sind drauf, ich glaube, 10.000 Meter. 10.000 Meter ist ein vierfedriges Sockengarn eigentlich, ist 100% Corriedale, von Ashford ist das, also 100% Schafwolle. Und ich färbe sie mir selber. Das ist so ein ganz dünnes, weiches Garn. Ich habe beschlossen, sie mir selber zu färben. Dazu habe ich mir eine Excel-Tabelle angelegt. Also die hatte ich schon vorher, wo mir automatisch ausgerechnet wird, wie mein Garnverbrauch ist für Schuss und Kette. Also Kette sind diese Fäden, die immer auf und ab gehen, wenn ihr das vielleicht von Videos kennt. Und Schuss ist tatsächlich dann der Faden, mit dem dann gewebt wird. Also anhand von verschiedenen Faktoren kann man ganz leicht errechnen, wie viel Garn man verbrauchen wird. Eben zum Beispiel, wenn die Kette 2 Meter lang ist und ich habe 50 Fäden, dann brauche ich 2 mal 50, eben 100 Meter für die Kette. Da habe ich meine Excel-Liste gemacht, wo ich nur ein paar Dinge eingeben muss und mir das automatisch berechnet wird. Und die habe ich jetzt auch ein bisschen modifiziert, um mir auszurechnen, wenn ich jetzt ein Muster weben möchte. Und zwar habe ich mir da Entschuldigung, ich habe euch letztens gezeigt von meinen Farben, die ich mir gekauft habe von der Webetante. Das sind die Dama Acid Dyes. Da habe ich Probefärbungen gemacht. Und von diesen Probefärbungen habe ich mir diese drei Farben ausgesucht, mit denen ich gerne einen Schal weben möchte. Ich habe mir damals genau notiert, wie viel Farbe ich da verwendet habe, um diese Farben zu erreichen. Also man berechnet das immer pro Gramm Fasern. Also 100 Gramm Fasern benötigen XY Gramm Färbepulver, damit diese Farbe sich ergibt. Man kann das natürlich, wenn man weniger Farbe nimmt, dann bekommt man einen helleren Ton, beziehungsweise einen pastelligeren Ton. Und ich habe mir diese drei Farben ausgesucht. Also ich habe mir diese drei Farben ausgesucht, mir dann den Verbrauch berechnet, wie viel ich pro Farbe brauche. Und zwar wird das Grau meine Hauptfarbe sein. Das wird die meiste Farbe sein, die ich verbrauche. Das Rosa wird dieses Neongelb einrahmen. Dieses Neongelb wird wirklich nur ganz hauchzart. Das wird nur zwei Fäden haben. Dann mit vier Fäden je links und rechts von diesem Rosa eingerahmt sein. Und der Rest wird in diesem Grau. Also die Kette wird in diesem Muster gespannt. Und ich möchte dann auch den Schuss so machen. Also ich habe mir das ausgerechnet, es sind 22 Fäden Grau, 4 Fäden Rosa, 2 Weiß und dann 2 Neon. Und dann wieder in die andere Richtung. Und genauso wird dann auch das Schussgarn gesetzt. Und ich habe mir dann meine Fasern abgewickelt. Ich habe dazu einen
wie nennt man das? Also das ist ein Gerät, da spanne ich den Faden ein. Man kennt es vielleicht, also ich kenne es aus dem Anglerbedarf, damit man erst sehen kann, wie lange eine Angelschnur ist. Man wickelt den Faden hinein, zieht ihn dann durch, das dreht sich und diese Umdrehungen werden gemessen, werden dann auf die Meter hochgerechnet und so kann man ungefähr dann, also es ist jetzt nicht auf den Millimeter genau, aber ich möchte damit ja auch kein Haus bauen, wo alles ganz genau sein muss, sondern nur ungefähr kann man sich dann die ungefähre Menge in Metern oder Zentimetern an Garn abwickeln, die benötigt wird. Und anhand dieser errechneten Menge habe ich eben je zwei Kette und Schuss. Also das ist jetzt zum Beispiel die Kette, dieses hier. Und das ist das Schussgarn. Es ist ein bisschen fleckig geworden. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht. Hier zum Beispiel kann man sehen. Ich habe auch hier so blau Sprenkel drinnen und irgendwo gibt es auch rote Sprenkel, also da hat sich die Farbe nicht gut aufgelöst. Da sieht man, da habe ich einen roten, bisschen rot drinnen. Und sie ist auch nicht ganz einheitlich, sondern da, wo ich sie zum Beispiel zusammengebunden habe, da hat es die Farbe nicht ganz angenommen. Schauen Sie was? Ne? Schaffstellen? Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera jetzt erkennt. Aber das ist für mich jetzt okay, weil beim Weben muss es jetzt für mich auch nicht so einheitlich sein, sondern kann einen ganz tollen Effekt ergeben, wenn man jetzt nicht ganz einheitlich ist. Dann habe ich hier noch dann das Rosa gefärbt. Einmal Kette, einmal Schuss. Und dann noch eben diese Neonfarben, von denen brauche ich eben am wenigsten. Einmal Kette, einmal Schuss. Normalerweise verwendet man hier für diese Kennzeichnung, also ich habe so ein Video gesehen, so Plastikringe. Ich habe mir aber zum Markieren meiner selbstgesponnenen Wolle diese Einlassbänder, sind das eigentlich, Blanko-Einlassbänder, die sind wasserfest und auch ziemlich reißfest. Die klebe ich dann einfach herum und habe da eben jetzt zum Beispiel drauf geschrieben, das ist der Schuss, welche Farbe und wie viele Meter das sind. Also die Farben, die ich hier habe, das Gelb ist ziemlich gleich. Ich zeige es euch mal im Vergleich mit der Probefärbung. Es ist eine Spur knalliger. Ich hätte gerne das Rosa in diesem leichten Rosaton gehabt. Das ist mir jetzt hier ein bisschen zu pinkig geworden. Aber es liegt, also ich habe genau die gleiche Menge verwendet für die Grammanzahl und Grammfarbe, aber ich denke einfach, das liegt daran, dass das eben unterschiedlich ist. Das ist Blue-Faced Lester und Fasern und das ist eben schon fertig gesponnen und Corydale. Also es liegt daran, an der Art, welche Fasern man verwendet und auch die Ausgangsbasis, also ob es Fasern sind oder ob es schon fertig gesponnene Wolle ist, die man verwendet. Und das dritte wäre eben das Grau. Das ist jetzt auch eine Spur dünkler als hier, wobei ich habe jetzt noch keine Probespinnungen gemacht mit diesen Fasern. Vielleicht, wenn ich das verspinne, wird es dann auch so dunkel wie hier auf den Fasern. Ich bin noch nicht dazu gekommen, den Webrahmen zu scheren. Das wird jetzt in den nächsten Tagen passieren, damit ich dann beginnen kann, das Webstück zu weben. Ich bin schon sehr gespannt, wie es ausschaut. Ich werde noch versuchen, in Excel bei diesem Excel-Sheet eine also die Farbkombis irgendwie hineinzubekommen, damit ich sehe, eben 22 Grau und so weiter, wie das dann aussieht. Aber ich werde das auf jeden Fall machen und es wird nicht meine letzte Selbstfärbung sein, die ich jetzt fürs Spinnen mache, beziehungsweise auch zum Stricken. Also hier mein Haufen. Ich hoffe, wird bald gestartet. Und zu guter Letzt noch mal zum Spinnen. Oder nicht noch mal zum Spinnen, wir waren ja noch nicht beim Spinnen. Ich habe von meiner Schwester zu Weihnachten Spinnfasern bekommen. Habe ich mich irrsinnig gefreut darüber, gar nicht damit gerechnet. Und zwar sind die von Hedgehog Fibers. Die Färbung nennt sich, wo habe ich es aufgeschrieben? Pink Faded Spinning. Also man sieht hier, es geht von diesem ganz dunklen Lila über das hellere zum fast weiß. Das sind drei Stränge. Zeige ich euch.
Das jetzt ist dieses, das Weiß, oder ganz hell mit so ein bisschen Farbe drinnen. Ah, es sind sogar vier Stränge. Das ist schon die richtige Reihenfolge. Ja, ich würde sagen, der ist jetzt ein bisschen heller, dieser Strang. So helles Rosa mit denselben Farben, die auch in dem Weißen von vorher drinnen sind. Es wird dann pinkiger mit diesem Strang. Auch wieder die Farben, die in den anderen sind. Die sind dann immer gleich. Und der letzte ist dann ganz dunkel, knallig lila. Und auch wieder mit ein paar Farbsprenkeln drinnen. Ich habe von Hedgehog Fibers schon Fasern versponnen. Ich mag die sehr gerne. Ich habe lange überlegt, wie ich sie verspinnen möchte, aber nachdem ich dann gesehen habe, dass das eben ein Pink Fade ist, möchte ich gerne für Socken spinnen. Also es sind 125 Gramm und ich möchte es so spinnen, dass ich dann im Endeffekt zwei Stränge habe, die, ich sage jetzt nicht identisch sind, aber vom Farbverlauf her ungefähr gleich sind, damit ich dann auch zwei Socken habe, die vom Farbverlauf gleich sind. Das heißt, ich werde einen dieser Stränge nehmen, werde den in der Mitte teilen und werde dann je einen Strang noch einmal in der Mitte teilen. Und die dann eben zusammen abwiegen, dass sie dann eben je ungefähr 125 durch 2 ist 62,5 Gramm ergeben und diese dann eben spinnen und dann miteinander verzwirnen, damit dann auch bei den Socken eben dieser Farbverlauf gegeben ist. Jetzt zeige ich sie noch einmal nebeneinander ohne diese Plastiktüte, also von dem ganz hellen, fast weiß, oder es ist weiß, pink und es wird dann immer dünkler, das Ganze. Das wird vielleicht mein nächstes Spinnprojekt sein. Mein Spinnrad steht da hinten leer im Moment. Ich bin jetzt eher beim Stricken, beziehungsweise musste ich mich die letzten Tage ein bisschen schonen. Ihr seht vielleicht, ich habe meine Hand getaped. Bei mir wurde eine sogenannte Rizarthrose diagnostiziert. Das ist eine Arthrose im Daumensattelgelenk. Das ist hier. Ich habe schon länger Schmerzen, also sicher schon ein Dreivierteljahr und habe sie eigentlich immer, ich will jetzt sagen nicht ignoriert, weil ich konnte sie nicht ignorieren, sie waren da, aber ich habe mir gedacht, das ist nicht so schlimm, es wird schon. Es war auch immer wieder besser, manchmal waren sie gar nicht da, manchmal war es schlimmer, aber über die Feiertage war es dann so schlimm, dass ich wirklich Schmerzmittel nehmen musste und habe dann beschlossen, ich werde das von einem Arzt abklären lassen. Ich war dann beim Röntgen, beim Orthopäden. Es ist leider eine Abnutzungserscheinung des Daumensattelgelenkes, die nicht wieder gut wird. Das heißt, damit muss ich jetzt eigentlich leben. Ich kann nur schauen, dass es nicht schlimmer wird, beziehungsweise verlangsamen, dass es schlimmer wird, indem ich die Hand eigentlich jetzt nicht schone, aber zum Beispiel nachts trage ich eine Schiene, damit ich den Daumen wirklich nicht bewegen kann. Das hilft auch recht gut. Bin infiltriert worden, das heißt, ich habe eine Spritze in das Gelenk bekommen. Das ist eine Art wie eine Betäubung. Die sollte jetzt theoretisch ein paar Monate wirken, wenn ich Glück habe. Und wenn es dann wieder schlimmer wird, dann muss ich das wiederholen. Das ist leider von einer einseitigen Tätigkeit in meiner Arbeit passiert, die ich fast täglich eine Stunde gemacht habe und an manchen Tagen sogar bis zu 5-6 Stunden, also immer die gleiche Handbewegung, das war immer mit der rechten Hand und auch mit Kraft verbunden, also jetzt nicht irgendwas Leichtes, sondern wirklich mit Kraft verbunden mit der linken Hand. Es ist Gott sei Dank die linke Hand, nicht die rechte, ich bin Rechtshänderin und ich habe auch gefragt, ob das jetzt beim Stricken ein Problem ist, dass ich jetzt nicht mehr stricken kann oder ob das vom Stricken verschlechtert wird. Und da hat er gemeint, ich soll mal beobachten, inwieweit ich den rechten Daumen benutze beim Stricken. Und ich habe mir gedacht, eigentlich, ich halte nur die Stricknadeln damit, den Rest machen die Nadeln. Aber dem ist gar nicht so. Also bei glatten Maschen ja, da verwende ich ihn nicht. Aber ich habe dann ein Video gemacht. Ich versuche es euch hier zu zeigen, dass ich, wenn ich verkehrte Maschen, also linke Maschen stricke, meinen Daumen doch jedes Mal im Einsatz habe. Also ich werde euch das Video zeigen, ich kann es nicht erklären. Ich verwende den Daumen immer, um den Faden, um die Nadel zu bekommen. Und ich habe mir jetzt bei dem letzten, also bei diesem, nicht mehr beim Nurtures-Wetter, beim Nurtures-Wetter muss ich linke Maschen stricken, habe ich jetzt begonnen, mich ein bisschen umzugewöhnen, dass ich den Faden jetzt nicht immer mit dem Daumen drüber heble, sondern entweder mit dem
einem anderen Finger. Ich zeige euch dann auch Videos dazu. Das ist schwierig zu erklären, wenn man jetzt nichts in der Hand hat. Ja, und so hält mein Daumen eigentlich nur die Stricknadel fest und das ist dann okay. Also das ist jetzt nicht etwas, was dann das Ganze verschlimmern wird. Also vielleicht doch ein bisschen, aber nicht extrem. Aber wie gesagt, wenn es schlimm wehtut, dann kann ich sowieso nicht stricken, weil das dann einfach Schmerzen sind, die man nicht haben möchte. Ja, ich glaube, ich habe jetzt alles erzählt, was ich euch in diesem Video erzählen wollte. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich bin immer super erfreut, wenn ich neue Kommentare unter meinen Videos finde. Wie immer, hinterlasst mir gerne, woran ihr gerade arbeitet, während ihr mein Video schaut. Es sind immer wieder ganz viele spannende Projekte dabei. Und ich bin immer auf der Suche nach neuen Mustern und Ideen. Also gerne hinterlassen. Ich bin auch offen für Kritik. Was hat euch gefallen? Was hat euch nicht gefallen? Was kann ich besser machen? Was sollte ich mehr erzählen? Oder worüber wollt ihr mehr wissen? Zum Beispiel unter meinem letzten Video hat jemand erwähnt, es wäre interessant, die Nadelstärke immer dazu zu sagen, zu meinen Strickobjekten. Weil manchmal sieht man das Strickobjekt und fragt sich, bei mir hat das vielleicht anders ausgeschaut oder so, und dass man auch weiß, mit welcher Nadelstärke ich stricke. Wobei ich dazu sagen muss, ich bin eine sehr lockere Strickerin. Also ich gehe meistens eine Nadelstärke runter. Besonders meine linken Maschen sind super locker. Ich habe da jetzt noch keine Technik gefunden, wie ich die irgendwie fester bekomme. Aber daran arbeite ich, dass das Maschenbild möglichst gleichmäßig ist. Ja, danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Tschüss!